Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ja dafür bekannt, dass ich versuche, sachlich in die Diskussion zu gehen. Und deshalb, lieber Kollege Ebner, muss ich Ihren Diskussionseinstieg, den Sie dazu benutzt haben, zu behaupten, dass wir 50% weniger Vögel in Deutschland haben, mal korrigieren. Richtig ist, dass die Gruppe der Agrarvögel deutlich zurückgegangen ist. Aber andere Gruppen haben zugenommen, und das ist nicht darauf zurückzuführen, unter anderem nicht darauf zurückzuführen, dass es nur der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist. Da müssen wir mal zu unseren südeuropäischen EU-Partnern gucken, die zu Hunderttausenden, ja Millionen jedes Jahr Vögel abschießen, obwohl sie unter Schutz stehen. Und über die Netzanlagen in Nordafrika möchte ich auch nicht reden. Und unsere veränderte Landnutzung, das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie hat sich denn der Herbizideinsatz beispielsweise in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Im Jahr 1950 sind pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche 1,5 Kilogramm Herbizide eingesetzt worden. Im vergangenen Jahr waren es 10 Gramm je Hektar. Das ist eine positive Entwicklung, die ist aber noch nicht ausreichend. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Auch beim Thema Wald. In den letzten zwei Jahren sind etwa 0,15% der Gesamtwaldfläche in Deutschland mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden. Und das sind also Zahlen, die man in der Diskussion auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Die Kollegin Konrad von der FDP hat das Thema Zulassungen angesprochen. Und hier sehe ich einen ganz entscheidenden Punkt. Die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, sind andere. Ich habe gehört, es sind 639 Tage durchschnittliche Bearbeitungszeit, und der Spitzenreiter sind bei einer Vorgabe von 120 Tagen 1677 Tage, und es liegt nach wie vor keine Zulassung vor. Meine Herr Schulz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ebner? Gern. Bitte sehr. Danke, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade in Gramm Wirkstoff pro Hektar gesprochen und dass diese Anwendungsmenge zurückgegangen ist. Da möchte ich Sie zwei Dinge fragen. Wie erklären Sie sich denn dann, dass die absoluten Absatzzahlen, die verkauften Wirkstoffmengen in Tonnen, seit 1970 sich verdoppelt haben und seit 1995 um 50% angestiegen sind? Wie erklären Sie das, dass wir damals 20.000 Tonnen hatten, 1995 35.000 Tonnen und 2015 48.000 Tonnen? Die Ackerfläche, Herr Kollege, ist in der Zeit ganz bestimmt nicht gewachsen. Und kaufen tut es auch keiner, um es im Keller im Regal zu lagern. Also das müssen Sie erst mal auflösen, da möchte ich Sie drum bitten. Und zweitens möchte ich Sie auch fragen, ob Sie anerkennen, dass beispielsweise Wirkstoffe wie Neonicotinoide eine mehrhundertfache Toxizität haben als damals DDT oder Lindan. Und wenn diese Wirkstoffe nach wie vor in der gleichen Menge ausgebracht würden, wir eine richtige Katastrophe draußen zu vergewärtigen hätten. Also dass wir da nicht zufrieden sein können, wenn die Wirkstoffmenge gleich bleibt bei einer mehrhundertfachen Toxizität. Also wenn Sie jetzt die Neos mit dem DDT vergleichen, da glaube ich, war die Entscheidung, DDT rauszunehmen als Pflanzenschutzmittel, richtig. Und was wir bei den Neos auch Handlungsbedarf haben, das streitet ja gar keiner ab. Die Zahlen, die ich genannt habe mit den Wirkstoffen, mir sind Zahlen bekannt, dass wir in den letzten fünf Jahren etwa 32.000 Tonnen Wirkstoffe in Deutschland eingesetzt haben. Das sind meine Zahlen, die mir zur Verfügung stehen. Wir können uns gerne hinterher austauschen, wo Sie Ihre Zahlen her haben, und dann vergleiche ich das nochmal. Danke. Aber jetzt setze ich wieder an der Stelle ein, wo ich stehen geblieben bin, das Thema Zulassung. Und hier bekommen wir mit dem Brexit das nächste Problem. In Großbritannien werden eine ganze Reihe von Pflanzenschutzmitteln zugelassen. Wenn Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU ist, wird sich die Zulassungsanträge auf andere Länder und wahrscheinlich vornehmlich auf Deutschland übertragen. Und deshalb müssen wir auf der Strecke unbedingt etwas tun.
Ich bin für folgende konkrete Maßnahmen. Erstens eine externe Bewertung der Verfahrensabläufe und deren Optimierung in die beteiligten Behörden. Zweitens eine entsprechende Aufstockung des Personals. Darüber haben wir uns auch im Koalitionsvertrag geeinigt. Und drittens eine höhere Harmonisierung der Antragsbearbeitung zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Die Grünen fordern in ihrem Antrag, dass das Thema neue Sorten, bessere Sorten vorangebracht werden soll. Damit stelle ich mich sehr einverstanden. Wir werden ja nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu dem Thema CRISPR-Cas sicherlich uns hier auch unterhalten müssen. Und wenn wir diese Form in diese neue Züchtungsform einsetzen können, da bin ich mir ganz sicher, dass wir schnell effiziente Sorten züchten, um später den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe